waren noch welche. Jo. Gut. 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 Oh, König. Könige. Ah, die sind lästig. Achso, Schrapnell und so, ne? Du. Oh. Das war nicht nett, König. Du. Ah, da habe ich gerade einen Schrapnell verpasst. Komm, 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 komm. Tot. Weg mit. Nicht mit Pfeil und Bogen, komm. Weg mit dir. So, schlafen. Können wir alle mal. Ich wollte doch bloß genug Zauberpunkte haben, um hier einen Sprungpunkt zu setzen. So, genau, Sprungpunkt. Wir überschreiben Burg Darkmoor. Du. Das da, du. Das da und rein da. Genau, dieses. Hier ist mir nicht so wohl. Britzeln. Kennen wir doch schon. Töten, töten. Und hier gibt es keine nervigen Augen. Oder? Gab es hier was in der Richtung? Und wir hatten es doch alles schon erforscht. Warum ist hier alles wieder da? Das ist. Nicht so gut. Weg. Ah, neue Hufeisen. Da sage ich nichts gegen. Ich weiß nicht. Das zu ihr, das zu ihr, das zu ihr. Nix, okay. Das heißt, irgendwo über oder unter uns ist das Ding, was wir brauchen. Da geht's raus. Wahrscheinlich genau dahinter. Und das ist nur der Rausweg. Das ist der Skyrim-Ausgang. Oder brummt es hier einfach überall? Nee, es wird leiser. Die Tür bewegt sich nicht. Hinter dieser Tür ist das Ding. Bin ich mir ziemlich sicher. Achso, du könntest mal. Schutz zaubern. Auch ein Hufeisen. Ich weiß nicht. Auch ein Hufeisen. Ich mag den Dungeon. Ich weiß nicht. Aber Talana sollte echt mal wieder aufwachen, damit sie identifizieren kann. Weil ich will nicht unbedingt immer alles mitnehmen. Das wird doch recht schnell zu voll. Talana? Danke. Ah. Nö. Weg mit dir. Keine zweite Seite. Ah. Kann verzaubert werden. Kann verkauft werden. Ah. Kann verkauft werden. Kann verkauft werden. Verstärkt die Wirkung aller Wasserzauber. Den behalten wir mal. Auch wenn wir nicht ganz so wie Wasserzauber sprechen im Kampf, benutzen wir die zum Verzaubern. Vielleicht werden dadurch die Verzauberungen besser. Und du. Töte mal. Lagen hier nicht auch diese Schicksalskarten rum? Also gleich mal gucken. Weißt du was, Talana? Mach mal jetzt. So. Dann wirst du zwar sehr schnell keinen Zauberpunkt mehr haben, aber die Kämpfe gehen flotter. Na, jetzt habe ich ihn doch aufgesammelt. So, also hier ist Ende im Gelände. Da geht's immer noch nicht durch. Nee, das Brummen wieder los. Hm.
Zauberpunkte aus. Kaputt, kaputt, kaputt. Mit etwas Glück, wenn wir die jetzt alle umgebracht haben, ist der Eingang sicher zum Schlafen. Wobei ich das bezweifle durch dieses ganze Hoch und Runter hier im Dungeon. So, kaputt. Keine Schalter, kein gar nichts. Darum, 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 daraus. Oh, nö. Wir können nicht schlafen, weil direkt neben dem brummenden Geräusch, hinter der Tür, die wir nicht öffnen können, wahrscheinlich auch ein, zwei Gegner sind. So, Stunde der Kraft. Fackellicht rein. Brumm, brumm, brumm. Also, es gab hier diese großen vier Räume, genau hier, die jetzt auch wieder befüllt sein dürften. Das heißt, wir machen erstmal so und so und reparieren ein bisschen. Repariert. Repariert. Auch wenn es nicht viel zum Reparieren ist. Du verzauberst zwischendurch bitte mal ein, zwei Sachen. Kann weg. Genau, die werden jetzt alle wieder befüllt sein. Aber ich denke, da müssen wir auch weitermachen. Oh. Kaputt. Kaputt. Oh, was bist denn du? Ist hier ein Schalter? Nein. Bist du nur Deko oder Verwalter von Kriegsbeier? Der Verwalter von Kriegsbeier verkündet, für 10.000 Gold sollt ihr geheilt werden. Nö, verschwinde. Bezahl doch keine... Was sind Fallen, oder? Bezahl doch keine 10.000 Gold, um geheilt zu werden. Wenn ich mich rausporten und instant heilen kann, dann... Wow. Okay. Wie komme ich da hoch? Halt mal. Oh. Das klappt hier nicht, das klappt hier nicht. Das klappt hier überhaupt nicht. Lauf. So. Okay. Du nimm deine doofen Schrapnelle da weg. Ja. So. Genau, wir müssen erstmal den Kleinkram töten. Das ist kein bisschen übertrieben oder so, ne? Also ja, es sind keine richtigen Drachen, sondern nur Flugechsen, aber trotzdem, komm schon, Jungs. Ah, es geht. Okay, es geht. Sie sehen nur bedrohlich aus. Sie sehen nur bedrohlich aus, machen viel Schaden und halten viel aus und so Zeug. Komm, 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 komm. Ein, zwei noch umbringen. So, weg. Weg, 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 weg. Ja, also Burg Darkmoor hatte eine Burg Darkmoor in Burg Darkmoor. Und Burg Kriegsbeier hat einen Drachenhort in Burg Kriegsbeier. Ja. Wir laufen. Das ist eine Minotaure, ne? Ja, die kriegen wir hin. Also diese vier End-Dungeons, sage ich mal, wie sie heißen, wo wir jeweils einen Speicherkristall töten, sind sehr gute Erfahrungspunkte. Aber irre lang. Irre, irre, irre lang. Komm, euch weg. Wir wollen schlafen. Ja, ich will nicht dein. Ich
würde eigentlich ganz gerne nur... Oh, hier sollte ich nicht sein. Hier sollte ich nicht sein. Warum höre ich hin? Ich will nur schlafen. Nein. Oh. Ja, nee, das kennen wir. Ja, nee, das kennen wir schon. Hier ist der Ausgang. Hier ist der Ausgang. Ja, hier ist der Ausgang. Menu. Nee, hier ist nicht der Ausgang. Westen. Da lang. Nicht nach unten gucken, nicht nach unten gucken, nicht nach unten gucken. So. Ja. Hier rum, darum, darum. Raus. Nicht zu weg. So. Schlafen. Du das und das und Level up. Ja, nur bei Lay. Bisschen Gold kann auch nicht schaden. Wir verspenden hier die Hälfte. So. Und wieder rein. Schnell von dem Brummen weg. Was ich jetzt machen werde, da ich nicht... Oh, da ich nicht so wirklich motiviert bin, jetzt 2-3 Folgen lang alles zu töten, was hier drin so ist. Weil hier drin ist sehr, sehr viel. Ich werde jetzt diesen Notauren töten. Oder ich gehe ihn vorbei. Und versuche dann zu den Drachen durchzukommen. Genau hier. Und werde dann an den Drachen vorbeilaufen. Was jetzt vielleicht nicht die beste Idee in der Welt ist. Aber ich will die Beta-Kristalle haben. Also die Kristalle allgemein. Weil ich mich schon auf das nächste Feature im Spiel freue. Und die ganzen Schätze können ruhig da bleiben. Der Hüter von Kriegsbeier verkündet, für 50.000 Gold wird das Geheimnis gelüftet. Ja. Was? Ah, da ist ein Knopf. Du? Bring uns mal ganz kurz vor Burg Kriegsbeier. So, das Geheimnis wird gelüftet. Es hat uns zum Knopf teleportiert. Den haben wir gedrückt. Das heißt, jetzt ist irgendwo irgendwas aufgegangen. Und ich hoffe, es ist am Eingang.